Afrika Day für mich ist eine wichtige Veranstaltung, wo man Menschen aus verschiedenen Ländern aus Afrika in einen Haufen zusammentrifft. Afrika Day bietet viele Afrikaner, die in Hamburg leben, eine Plattform, um deren Kultur und deren Cuisine hier bekannt zu machen. Es ist auch eine Möglichkeit für viele Afrikaner, sich mit den Gegebenheiten und über die Stadt hinweg kennenzulernen und versuchen, sich zusammenzuhalten und auch politisch aktiv zu werden. Was ich persönlich merke, ist, dass die Mehrheit von den Afrikanern, die hier sind, kommen aus Ghana. Das stimmt. Und Ghana, wie wir wissen, ist ja seit Nkrumah-Zeit ein sehr moderner Staat geworden ist. Ghana ist nicht so arm wie viele andere afrikanische Staaten, nicht so korrupt wie viele andere afrikanische Staaten. Und so können die Ghanäer die anderen Afrikaner mit ihrer Art zu leben besser beeinflussen und auf eine bessere Zukunft bereiten. Wir können alle sehr glücklich sein, dass Silvana Gerlich diese Afrika Day ins Leben gerufen hat. Und damit lädt sie alle Afrikaner, die in Hamburg leben, die auch in anderen Städten in Deutschland leben, zusammenzukommen, ihre Kultur zu genießen, Menschen kennenzulernen, die Zukunft zu gestalten und Afrikaner in Hamburg als eine Einheit zu präsentieren. Tout le soir se lève, on va danser au rythme de Mama Africa. Arrivé au travail, tout le monde est là. On danse Mama Africa. Chaque soir se lève, on va bouger au rythme de Mama Africa. Yeah, yeah, yeah.